Ingo hat jetzt halt gestern angerufen und hat die Form seiner Idee, also die Form der Pyramide und die Kernpunkte da nochmal ziemlich stark modifiziert. Das heißt, aus der Pyramide, die sich Step by Step aufbaut und ein potenzielles Grabmal für alle Menschen sein sollte, ist jetzt eigentlich wieder ein monolithisches Werk geworden, das auf der einen Seite halt aus einem Stück besteht, aber eben auch nur Begräbnisstätte für einen ist, nämlich eigentlich dann zum aktuellen Stand für denjenigen, der diese Arbeit erwirbt. Das heißt, der Sammler erwirbt ein Kunstwerk, was dann auch dessen Begräbnisstätte ist und danach dann aber praktisch wieder versiegelt wird und wieder aufgeschüttet. Ja, der Teil, du kaufst eigentlich nur das Recht für die Bergnutzung. Das ist letztlich die Sache des Sammlers, ne? Der muss halt das möglich machen. Man wird gar nichts behalten am Ende, das ist ja klar. Und deswegen braucht man auch nicht alles zu haben. Und da muss man aber erstmal hinkommen als Sammler zu dieser Erkenntnis. Und man muss sie dann auch versuchen zu leben. Das ist schwierig, wenn man intensiv sammelt. Ja, geradezu enthusiastisch, vielleicht sogar ein bisschen süchtig. Bei mir läuft das so alles so noch ein bisschen nebeneinander. Es gibt verschiedene Sammelgebiete, aber ich bin heute davon überzeugt, dass man über die Jahrzehnte ein gewisses Gespür in sich entwickelt, das intuitiv dir etwas zuführt, das sich am Ende tatsächlich unglaublich gut trifft und ausgestellt werden kann. Das ist mein Prinzip, was ich hier auch in Berlin in den Räumen verwirklichen will. Ich will Dinge nebeneinander zeigen, die wahrscheinlich an anderer Stelle nie so gezeigt werden würden, weil niemand auf die Idee kommt. Und deswegen ist dieses Haus ja hier entstanden, weil ich große Sorge habe, dass unsere nächsten Generationen keine Lust haben, in ein sogenanntes Museum zu gehen. Weil die brauchen das ja nicht. Die können das zu Hause am Computer sich alles anschauen. Deswegen muss mehr dazukommen. Es muss ein anderes Erlebnis werden. Vielleicht, dass ich mich vor einem Bild auf den Boden legen kann oder auf ein Kissen und es anders betrachte als normalerweise im Museum. Wenn man Ihre Sammlung anschaut, geht man ja zuerst durch die Wunderkammer. Das ist sozusagen ein Wiederaufleben der frühesten Sammelei in meinem Leben. Und das fing an zunächst mal nur mit Memento Mori, also Totenköpfen jeglicher Art in Kleinformat, die möglicherweise mit dem Gedanken zu tun haben, naja, der weitaus größte Teil deines eigenen Lebens ist vergangen. Man könnte das ja als Paradox eigentlich ansehen, dass sie gerade das Sammeln, das Nehmen, das Bewahren benutzen, um sich auf den Tod vorzubereiten. Ja, das will ich jetzt gar nicht. Nicht so ganz streng sagen, noch lebe ich. Aber man sollte nichts ausklammern. Und das mit dem Tod und Ausklammern, das passiert ja heute in unserer Gesellschaft schon. Gewalt und Tod wird jeden Tag in allen Medien gezeigt. Aber wir tun so, als ob wir damit nichts zu tun haben. Das ist auch verkehrt. Man sollte sich schon damit beschäftigen. Denn ich weiß das als Arzt. Ich habe sehr viele Menschen begleitet bis zum Tod und bin eigentlich eher beruhigt. Das funktioniert dann ganz gut am Ende. Man muss nicht aufgeregt sein. Irgendwann lässt man los. Haben Sie Vorstellungen, Ihr Grab zum Beispiel, das könnte ja künstlich... Nee, um Gottes Willen.
Nein, Sie müssen sich vorstellen, es gibt so viele Menschen und man ist Sie haben so einen ganzen Sandberg vor sich liegen und Sie sind ein kleines Sandkorn, nehmen Sie das mal weg, da passiert gar nichts. Mhm. Überhaupt nichts. So viel ist das. Es ist, das wäre so da Kunst, also dieses Wort Mausoleum hasse ich. Alles ist vergänglich und es muss aber, die Kunst aber nicht. Die muss bleiben. Das könnte man ja auch umgekehrt sagen. Ein Mausoleum ist eigentlich gar kein Problem, solange es noch nicht gefüllt ist. Also man kann durchaus ein Mausoleum errichten, ein inverses Mausoleum, das in dem Moment, wo man stirbt, verschwindet. Das größte Mausoleum auf der Welt sind, glaube ich, so die ägyptischen Pyramiden. Ja, ja. Ja, würde ich annehmen. Wenn man jetzt so eine Pyramide baut, mit Grabkammer. Die Welt könnte die besichtigen, aber in dem Moment, wo, im Fall der Sammler, stirbt, in diese Grabkammer geht, wird die einfach zugedeckt, die Pyramide. Ja. Die verschwindet unter einem großen Berg. Ach, das ist ja auch gemein. Nein, das geht mir zu weit. Fragen Sie mich nochmal in 10 Jahren. Also sieht gut aus im Moment. Wenn kein Unfall kommt, dann könnten wir das nochmal machen.